Ja, und da sind wir wieder. Natürlich habe ich, wenn man es länger nicht spielt, ist das Problem, weiß man nicht mehr, wo man hingegangen ist. Aber ich glaube, das müsste hier gewesen sein, oder? Ja, da kennt er sich aus. Da habe ich wieder Professionalität an den Tag gelegt. Wenn nicht ich, wer dann? So, nehmen wir mal ein paar Karotten mit, für wen auch immer. Dann können wir den anderen vielleicht auch noch voll füttern. Ja, frisst du mir? Ich habe keinen Platz. Für mein Geheimprojekt nehmen wir die mal mit. So, jetzt schauen wir mal. Einer war, glaube ich, hier drin. Da. Den füttern wir als allererstes. Den haben wir nämlich das letzte Mal schon gefüttert. Ich weiß nicht, wie viel. Oder auch nicht. Komm, komm. Oh, da ist er voll. Bevor die mir hier wieder alles Wichtige voll fressen, packe ich die jetzt erstmal hier weg. Ne, den brauche ich, den brauche ich. Den. Komm doch jetzt mal hier rein zu mir. Ja, sag's von mir. So, dich muss ich leider loswerden. So. Schauen wir mal. Das war wirklich der Weg zurück. Sehr schön. Und dich muss ich auch loswerden. Wenn er hier keinen Stress macht, dann schicke ich ihn nach Hause. Von mir aus könnte da unten Schindluder treiben. So. Entschuldigung. Alles aufgefressen. Okay. Ich habe jetzt natürlich in meiner Panik nicht geschaut, weil. Achso, ich glaube, ich weiß schon wo. Ich glaube, ich weiß schon wo. Ist das die rückwärtige Seite? Aber vorher machen wir noch diesen hier. Roostro. Hier könnt ihr nicht gefressen werden. Den Roostro brauche ich. Für mein Projekt. So. Den Rostro. Wo ist er? Da ist er. Du warst eine stinknormale Henne. Das interessiert mich nicht. So, ich glaube, der rückwärtige Eingang von meiner Höhle. Stimmt's? Ja! Geil wär's, wenn hier jetzt wieder ein bisschen Zeug fertig wäre. Dann würde ich das mitnehmen und gleich den zweiten füttern, weil das könnte sein, dass der dann einen Schlüssel hat und das wäre. Richtig genial. Seid ihr schon wieder grantig? Nee, gell? Ja, ihr habt noch. Ja. Apropos grantig, es wird Nacht. Ich muss schauen. Senken sich irgendwelche Preise? Das steigt. Das steigt. Ich hoffe, diese Pfeile stimmen wirklich mit der Prognose fürs nächste Mal. Es könnte sein, dass sie auch ins Bodenlose fallen, einfach so, obwohl die Pfeile nach oben zeigen, weil. Ich bin ja nicht der einzige Slime Ranger. So. Wie schauen wir aus? Ich glaube nicht, dass da was gewachsen ist. Aber genau, bevor ihr das vergesst. $350. Das können wir uns leisten. So. Sofern das für die Bäume überhaupt was bringt. Ach so, mein Geheimprojekt. Na, das verrate ich noch nicht. Ich teste nämlich gerade woanders noch was. So, schauen wir mal. Das sind 3, das sind 22. Ein bisschen was bräuchte ich noch an Gemüse. Ein bisschen Gemüse bräuchte ich noch. Wo krieg ich. Ich weiß wo. Ich weiß wo. Karotten! Karotten! Karotten, ne? Irgendwo waren noch Karotten. Da, schaut euch das an. Das ist sehr easy.
Und hier sind schon wieder so viele Hühnchen, da kann ich gleich mal noch ein bisschen einsammeln. Da waren, glaube ich, noch irgendwo. Da. So, direkt nach diesem ganzen Gezuppel Zwiebel, also ich habe ja vorhin in der letzten Aufnahme gesagt, das Ideal oder das geilste Gemüse ist eigentlich die Zwiebel, weil die wirklich so vielen Sachen erst Geschmack gibt. Und also Soßen ohne Zwiebeln machen für Fleisch, das ist natürlich, das tut schon fast weh. Ja, weil da, wie bin ich eigentlich auf dieses Gespräch gekommen? Ja, genau, weil bei dem einen Zwiebeln und Karotten gleichzeitig wachsen und man die ja wirklich so auch anbaut, um den Ertrag zu verbessern. Beziehungsweise ich glaube, das hat was mit Abwehr der bösen Buben unter der Erde, die der Karotte ans Leben wollen, zu tun. Das Interessante ist ja, wenn man richtiges Gulasch macht, übrigens mit der Zwiebel. Eine Zwiebel ist ja antiseptisch, was ja endgeil ist. Aber wenn man die Zwiebel beim Gulasch richtig verwendet, also das klassische Rezept, ich weiß nicht, ob das das klassische ist, aber so wie man allgemein sagt, 1 Kilo Zwiebel, 1 Kilo Fleisch, 1 Kilo Wasser, Salz, Pfeffer und Paprika natürlich auch. Aber das ist das ideale Rezept. So, und wenn man das wirklich so kocht, in diesen Mengen, dann kann man das Ding, ein Gulasch, wirklich am Topf, am Herd stehen lassen. Ich glaube, eine Woche oder also ohne Kühlung auf jeden Fall über längeren Zeitraum stehen lassen, ohne dass es schimmelt. Das ist nämlich interessant. Allein nur durch diese antiseptische Wirkung. So, jetzt müssen wir den anderen Fraggle suchen. Den habe ich mir natürlich nicht gemerkt, weil die Aufnahme jetzt schon so lang her ist. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt müssen wir schauen, wo wir den finden. Na, da können wir jetzt erstmal drauf verzichten. Wo habe ich den gesehen? Der war eigentlich noch nicht mal so gut versteckt, gell? Allerdings ist dieses Gebiet hier so groß. Wo warst du? Ich weiß nicht, bin ich darüber geflogen? Das kann natürlich schon sein. Oh. Hohoho, das wäre mein Tod gewesen. Meine Energie war auf Null, aber gerade noch mit meinem Äuglein geschafft, da ein Auge drauf zu werfen. Ich glaube, das war dann hier hinten weiter. Man strafe mich Lügen. Und dann da weiter. Irgendwie so, oder? Und ich habe hier auch noch keinen anderen Slime entdeckt, vor allem nicht den Kristallslime. So, da warten wir noch ein bisschen. Komm, Energie. So. Oh, nee. Nee. Die sind noch nicht reif. Nope. Diese Strahlung ist. So, wo war der wirklich? Habe ich mir nicht gemerkt. Da bin ich doch wieder in der Höhle, wo ich, oder? Bin ich da wieder in der Höhle am Eingang? Schauen wir mal. Wenn nicht, bin ich da einmal umsonst. Habe ich leider nicht vorher gesehen, dieses Portal. Da komme ich nicht mehr hoch. Oh! Ich komme da hoch, Alter. Ich komme da nicht hoch. Ich bin schon ganz woanders hochgekommen. So spitz kann das doch gar nicht sein. So. Ja, das wird mir jetzt sogar. Aber wir probieren wir mal. Puh. Ja. So, wo warst du? Du Arsch. Ne, Arsch ist es ja in dem Sinn keiner. Da weiß ich noch, da bin ich runtergefallen. Da bin ich nur rückwärtig gelaufen.
Also andersrum. Da hinten ist noch was. Da hinten ist noch was. Gott, das wäre praktisch, wenn man sich hier irgendwas schreiben könnte. Oder hier Markierungen setzen könnte, weil das ist ja schon ein bisschen abstrakt hier. Oh, wo bist du? Wo bist du? Es kann natürlich sein, dass ich hier massig im Kreis laufe. Was ich natürlich auch gerade tue, glaube ich. Wobei. Jetzt komme ich wieder in die Höhle. Bin ich jetzt. Nein, da ist ein Slime Key erforderlich. Das war's nicht. Bin ich da jetzt? Ach, das ist das Areal da. Okay. Ah, Kinder, da machen wir ein kleines Break. Ich suche den jetzt. Das müssen wir nicht in der Aufnahme sehen, wie ich mich da wie der letzte Horst anstelle. Aber es könnte auch da drüben sein. Aber da bin ich, glaube ich, hergekommen, oder? Bin ich nicht hergekommen, sonst würden die nicht auftauchen. Oder? Rede ich Blödsinn? Ich glaube, ich bin... Ah, Heartbeat, sehr schön. Ich bin... Was? Okay. 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 Ja. Okay. Gut, machen wir hier ein kleines Break. Wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir wieder zurück. Ich versuche jetzt mal das Ganze zu rekonstruieren, damit ihr auch wisst, wie ihr leicht an den kommt. So, als allererstes, den findet man ja sowieso sofort, gell? Dann suchen wir jetzt den zweiten. Und ich versuche da jetzt eine Abkürzung irgendwie oder irgendwas zu finden, dass ich da irgendwie leicht darüber komme. Da muss ich jetzt erstmal vorbei. Lassen Sie mich vorbei. Mein Ziel ist da vorne die zerstörte Brücke. So. Zwei Karotten können wir noch. Ich meine, da liegt schon sehr viel Plört, gell? Den sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Weil der wird gleich richtig viel wert sein. Hoppala, tut mir leid, dich wollte ich nicht. Haben wir noch irgendwo Wasserkacke rumliegen? So, das ist unser Dingensbummens der Begierde. Ich muss sagen, scheiß auf Odd Onion. Ich glaube, ich werde langsam krank. Also gesund, körperlich, geistig, da diskutieren wir jetzt nicht drüber. So, und zwar, wenn ihr über die Brücke drüber seid, schaut ihr einfach, dass ihr hier irgendwo drüber kommt. Wer wagt das? Haha, geh weg! Ich rette euch da und du ballerst mir die Radioaktivität um die Ohren. So, schauen wir mal. Ne, den Weg darüber, den Weg darüber. Ne, und dann wäre er da. Ich bin dran vorbeigelaufen. Nein. Ach ja. Gut, ich habe ihn gefunden. Nein. Nein, 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 nein. Und rein damit. Ja. Er kriegt sogar sein Lieblingsfutter. Oh, 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 ah. Bevor wir da... Ah, das ist auch ein Portal-Track. Ah, kein Schlüssel, schade. Ich habe gedacht, ein Schlüssel. Lass mal auf da. Ihr dürft da drüben mitkämpfen. Gegen die Tar-Slimes. Wo bist du? Heartbeat. Die nehmen wir mit nach Hause. Sehr schön. So, was haben wir denn da jetzt? Roostraw. Mitnehmen. Karotte. Mitnehmen. Was haben wir hier? Ja. Also wirklich viel Geld hat es jetzt nicht gegeben. Auf Heartbeat können wir... Nehmen wir dich mit. Die brauchen wir für die Experimente. Die anderen sind mir eigentlich relativ wurscht. So, haben wir alles?
Wir haben den zweiten Gordo. Ah, da kommt man auf die Insel. Interessant. Aber hatte man da nicht schon eins, um auf die Insel zu kommen? Ich glaube schon, oder? Hä? Also wäre ich ja nicht hier gewesen. Ne! Ich bin gerade hier. Ne, bleib mal hier. Haha, ich habe einen Kristallslime. Kommt her, meine lieben kleinen Freunde. Ich nehme euch mit. Ist das Lava da oben? Nee, der Feuerschaden? Nee. Oh, ich habe sie gefunden. Die Frage ist jetzt nur, wieso gab es da hier keinen Eintrag jetzt? Weil die hatte ich definitiv noch nicht. Odd Onion, Slimeologie. Ranger Risk, so. Aha. Echt jetzt? Ah. Interessant. So, das sollte auf jeden Fall für genug Slimes sorgen. Wenn die ich kreuze, kreuze wirklich die radioaktiven Slimes mit. Ah, ich habe sie gefunden. Achso, nee, ich war nicht hier, weil es auf... Ist ja logisch. Ich muss nicht hier gewesen sein, um es aufzudecken, wenn ich die Karte habe. Dann wird es automatisch aufgedeckt. Ich war hier noch gar nicht. Da könnten hier noch geile Sachen rumliegen. Da muss ich mal... Ja. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das in dieser Folge passiert. Aber ich würde sagen, da ich keine Ahnung habe, ich muss mal kurz was checken. Elf Minuten. Okay. 11 Minuten. Ja, machen wir das noch in dieser Aufnahme. Wunderbar. So, da fliegen wir hier mal rum. Was? Achso, jetzt habe ich gerade gedacht, da liegt was Geiles, weil es so gestrahlt hat. Düp. Oh, da ist er. Hallo! Und er mag Karotten. Dann kann ich ihm da gleich mal die meisten reinhauen. Ha, gut, dass ich sie mitgenommen habe. Geh mal weg. Jetzt müssen wir nur noch Gemüse hier suchen auf der Insel. Komm, steigen. Komme ich da irgendwie rauf? Das wäre richtig geil. Dann wäre ich am höchsten Punkt in der ganzen Umgebung. Aber da komme ich glaube ich nicht rauf. Und das sieht schon wieder nach unsichtbaren Wänden aus. Ja. Gut, kann man nicht ändern. Ist so. Ich finde es schade, wie immer noch schade, dass sowas ins Spiel eingebaut wird. Wo man hier so exploren kann. So, jetzt müssen wir uns vielleicht ein bisschen beeilen, um noch ein bisschen Gemüse zu finden, bevor die Herren hier alles auffressen. Habt ihr noch irgendwas dagelassen? Oh. Auf jeden Fall kein Gemüse. Kein Gemüse, nix. Was? Was habt ihr da gefressen? Kein Gemüse, hoffe ich. Kein Gemüse. Oh, wieso ist denn das nicht reif? Was ist da hinten? Das ist ja alles nicht reif. Herr im Himmel. Oh. Why? Komm hoch mit dir.
Muss ich echt warten, bis hier irgendwas gar wird? Dann müsste ich sie, glaube ich, wirklich entfernen, die Viecher. Ach, die Musik ist immer so tief und entspannend. Das Witzige ist, dass trotz dieser entspannten Musik ich es schaffe, auch in diesem Spiel manchmal zu ragen. Man, wobei, das sind ja keine Rages, das ist ja lauteres Geplänkel, würde ich jetzt mal sagen. Ach, Guado, es tut mir so leid. Ich habe nichts mehr. Und Key wäre jetzt schon nice. Nice. Aber ich habe vielleicht eine andere Idee. Ich habe vielleicht eine andere Idee. Ha, witzig. So, da ihr ja noch nicht reif seid. Oh. Ja. H-Punkt. Einer. Nee, nee, Freunde. Kommt, ich muss euch hier mal. Ich mache das jetzt am dümmsten. Den verfüttern. Ach, schade, der Stein hat jetzt immer so cool ausgesehen. Oh, da ist noch eine Karotte. Das könnte sich ausgehen. So, wir hatten 38 oder 39. Das heißt, gehen wir mal von 38 aus. Es wird! Jawoll! Ich wollte nämlich gerade durchs Portal zurückgehen. Jetzt geht es sich auf jeden Fall aus. Ja! Tidli, Tidlum und Tidlei. Gordo! Oh! Der Sprung wäre sie wieder nie ausgegangen. Jetzt. Ja, yeah. Bist du platzt. Oh. Interessant. Der hat da wirklich ein Loch reingesprengt. Ich wusste nicht, dass das möglich ist. Aber ich habe wieder einen Schleimschlüssel. Schauen wir mal. Whee! Whee! So, jetzt sind die Radioaktiven auch hier unten. Jetzt wird es gleich hässlich. So. Ich habe den Schlüssel. Ah, das gefällt mir. Da sind jetzt so viele Karotten. Gut, dass ich dann noch gewartet habe. Die ganzen Karotten nehmen wir mit. Karotten sind gut fürs Auge. Wie viel Schaden kriege ich eigentlich, wenn ich da drüber laufe? Ein bisschen. Ah, du Arsch. Na, Onions haben wir keine. Ja, sie sind schon putzig. Ich möchte auch seinen Slime haben. Ja, jedes Mal, wenn du ihn fütterst, kackt er dir die Bude voll. Nee, lass mal. So. Ja, ist zwar viel wert, dieses Plurt. Also mal schauen. Ich nehme an, dass das alles unsichtbare Wände sind, da wäre ich sowieso nicht rüberfliegen können. Aber wir haben hier noch Karotten. Komm mal her. Und wir können zurück. Ja. Ach, ist das schön. Ich habe es wirklich geschafft. So, das heißt, wir können zurück. Der Moor hat seine Schuldigkeit getan. Und wir haben hier drüben... Alle Plörtos. Habt ihr wieder was produziert? Ja, brav.
Brav, 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 brav. Eigentlich waren doch hier immer drei drin, gell? Aber was heißt immer das letzte Mal? Oder? Sind es noch drei? Zwei. So, dann können wir wirklich hier nach Hause. Ach, ist das schön. Und der zweite Gordo. Oh, gibt uns wirklich. Schnell weg, bevor er hinterher will. So. Und dann können wir sein Portal nutzen, um nach Hause zu kommen. Ja, ich liebe es. Ach ja. Hallo. Jetzt ist die Frage. Mache ich dieses Experiment? Ich probiere das mal. Hier muss ich mal kurz auslagern. Ich will da nicht so viel Slimes drin haben, so viel Slime drin haben. Er ist zumindest glücklich gewesen, oder? Ja. Sehr schön. Und der hat Onion am liebsten, aber wir hauen jetzt die da hier rein. Komm. Auch wenn nichts drin landet, alles klar. Was ich allerdings machen könnte, ist, ich könnte da... Komm mal her. Achso, nee. Da mal einen rausnehmen. Noch einen rausnehmen und noch einen rausnehmen. Und das machen wir jetzt nämlich anders. So. Sind das jetzt schon zu viele? Noch einen raus. Wir wollen es nicht übertreiben. Einen verkraftest du aber noch, gell? Okay, dann werden wir nämlich hier was... nee. Was passiert denn eigentlich mit den radioaktiven Slimes? Die despawnen ja sicher nicht. Ach, die Aufnahme wird schon wieder viel zu lang. Wir lassen die jetzt mal frei. Sehen wir sie? Die Tora West, die was will. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir die da drüben freilassen. So. Ach komm. Wurscht. So, wir haben jetzt auf jeden Fall genug. Ah, das gefällt mir. Und wir haben hier sogar... Alter, das steigt noch immer. Das fällt, das heißt, wir werden verkaufen. Das ist sehr gut. Das werden wir verkaufen, verkaufen, verkaufen. Das fällt wieder. Das steigt immer weiter. Gut. Radioaktiven Slime verkaufen. Ganz schnell. In der Zwischenzeit können wir hier aber noch einsammeln. Was war denn jetzt mit dem anderen Feld? Der auch. Wo sind die Kristalle? Ist das der Kristallslime? Der steigt noch. Gut. Und dann werden wir mal ganz schnell... Gott im Himmel. Ist alles voll. Den werden wir nichts verfüttern. Oh, ist alles voll. Oh, ich kann hier aber noch was verfüttern, ist aber noch nicht reif. Okay. Ich bin überfordert. Radioaktiver Slime. Aber das machen wir alles in der nächsten Aufnahme, weil das ist definitiv schon zu lang. Definitiv. So, wo ist der zweite? Ja, der schaut sich... Der will Monster Slime werden. Gut, da können wir schon mal 40 mitnehmen.
wieder einsammeln. Dann packen wir die noch mal raus. Dann kriegen die noch mal ihren Lieblingsslime. Lieblingsessen. Weil da wollen wir so viel wie möglich herstellen. Passt. Und das riskieren wir jetzt. Komm, 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 komm. Das verkaufen wir direkt so. Das sollte jetzt Geld bringen. Rumsdi-bumsdi aus die Maus. Das können wir ein paar Mal jetzt machen. Da wäre so ein Portal praktisch, dass du dich direkt dahin beamen könntest. Weil sagt ja keiner, dass ich... Da drüben liegt da noch einer. So. Collector, collecte mal. Ich muss nämlich hier noch verkaufen, verkaufen, verkaufen. 80, das heißt, ich kann zweimal verkaufen noch. Oh, Geld. Geld, Geld, Geld. Gut, aber wie gesagt, in der nächsten Aufnahme. Haut da rein. Tschüssi.